Willkommen bei den Motorradnachrichten. Motorradfahrerin von drei Unbekannten verprügelt. Vergangenen Montag wurde eine Motorradfahrerin von einem Autofahrer ausgebremst und anschließend von drei Unbekannten verprügelt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich vergangenen Montag um kurz vor 21 Uhr auf der Staatsstraße 2069 in der Nähe der Ausfahrt Unterbrunn Nord. Laut eigenen Ausgaben hat die Motorradfahrerin zuvor mehrere Autos überholt. Danach hat sie ein silbernes Auto verfolgt, überholt, schließlich ausgebremst und zum Anhalten gezwungen. Drei Männer sollen dann aus dem Auto ausgestiegen und auf die 20-Jährige losgegangen sein. Sie brachten die Bikerin zu Fall und schlugen weiter auf die unter dem Motorrad liegende Frau ein. Dabei soll auch eine volle Plastikflasche zum Einsatz gekommen sein, mit der man ihr mehrfach gegen das Visier schlug. Die Männer sind im Anschluss geflüchtet und haben die Motorradfahrerin liegen lassen. Ein bislang unbekannter Autofahrer half ihr wieder auf. Die 20-Jährige blieb dank ihrer Schutzkleidung unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Da bislang nur ein Teil des Kennzeichens bekannt ist, konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. Honda stellt Motorkonzept der kommenden Hornet vor. Dass Honda eine neue Hornet auf den Markt bringen wird, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt hat Honda Details zum Motorkonzept verraten, das in der kommenden Hornet für Vortrieb sorgen soll. Die kommende Hornet wird von einem komplett neu entwickelten Motor angetrieben, der über 755 Kubik verfügt. Es handelt sich um einen Parallel-Zweizylinder-8-Ventil-Unicam-Motor, der 92 PS bzw. 67,5 kW bei 9500 Umdrehungen und 75 Newtonmeter bei 7250 Umdrehungen leistet. Honda beschreibt den Motor als leicht und kompakt. Außerdem soll er über einen drehfreudigen Charakter und reichlich Top-End-Power verfügen. Ein sattes Maß an Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich soll für ein müheloses Beschleunigen sorgen. Die Kombination aus 270 Grad Kurbelwelle und ungleichmäßigem Zündintervall sowie einer sorgfältig abgestimmten Auspuffanlage wird für ein unverwechselbares Pulsieren und einen unterhaltsamen Sound verantwortlich gemacht. Ducati Monster SP vorgestellt. Ducati hat in der zweiten Episode der World Premiere 2023 eine aufgewertete Version der Monster vorgestellt. Die SP kommt unter anderem mit einem neuen Fahrwerk, neu kalibrierter Elektronik und einer speziellen Lackierung. Bei den Fahrwerkskomponenten bediente man sich bei Öhlins. An der Front arbeitet eine NEX30-Gabel, genaue Daten zum Federbein gibt es bisher noch nicht. Die Elektronik wurde darauf neu abgestimmt und der zusätzliche Modus WET integriert. Bei der Lackierung orientierte man sich an den Desmosedici-Bikes des MotoGP-Werksteams. Bisher optional angebotenes Zubehör wie eine Sitzbankabdeckung, der Lenkungsdämpfer, der Lithium-Ionen-Akku oder der Thermignoni-Schalldämpfer sind bei der SP ab Werk verbaut. Gebremst wird mit Brembo Stylmar. Durch die Änderungen konnte man das Gewicht um 2 kg auf 186 kg fahrfertig drücken. An den Leistungsdaten ändert sich dadurch allerdings nichts. Preislich werden 15.290 Euro aufgerufen. Marc Marquez wieder am Start. Marc Marquez feiert nach seiner vierten Operation am rechten Oberarm sein Comeback in der MotoGP. Er wird an diesem Wochenende beim Rennen in Aragon an den Start gehen. Nur noch 6 Rennen wird es in dieser Saison geben, die Saison neigt sich also langsam dem Ende zu. Marquez wollte sich allerdings nicht nehmen lassen, in seinem Heimatland Spanien an den Start zu gehen. Auch wenn der Fokus, zumindest bei diesem Rennen, noch nicht auf den 7. Sieg in dieser Saison liegt, sondern man legt den Fokus eher auf die Weiterentwicklung des Motorrads und schon auf die kommende Saison, so Honda. Das war's an dieser Stelle schon wieder mit den Nachrichten. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findet ihr wie immer auf motorcycles.news oder in der kostenlosen Motorrad-Nachrichten-App. Ich habe das Ganze hier jetzt vorproduziert, da ich am Samstag, wenn es veröffentlicht wird, beim Electric Ride in Schönau bin. Daher kann ich nichts dazu sagen, wie sich Marc Marquez jetzt momentan schlägt in der MotoGP. Ansonsten bleibt's gesund. Bis dahin. Ciao. Ich bin eigentlich positiv überrascht. Folge mir auf die dunkle Seite. Deswegen alle, die dieses Video vielleicht gucken, unterstützt Motorradnachrichten.